Gehen wir, Vegas. Auf ins Spielzimmer. Hier, das Spielzimmer ist hinter dieser Tür. Geh zum Spielzimmer oder frag Florian, ob du unsichtbar. Nein, wir bleiben bei der Quest. Zum Spielzimmer, bitte. Ach du Scheiße. Jumpscares du das? Müssen wir da eine bekämpfen oder? Die müssen wir unterstützen. Sehr schön. Rein. Verschlossen. Natürlich. Vegas, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Selbstverständlich. Mach von innen auf. Danke. Zu Diensten. Wie wär's, wenn du... Grabesstille. Keine Dinge. Wir sollten uns wenigstens mal umsehen. Ist da was drin? Nein, nichts. Doch nicht schon wieder die Gruseligen. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Ein Zinnsoldat. Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Kann man jemand die Spieluhr vernichten? Holzente. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Das wird mir zu horrormäßig. Schöne Melodie. Ja, nein, wirklich? Gar nicht. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Tagebuch. Was zum... Wer liest denn hier im Tagebuch? Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Na dann, von Anfang bis zum Ende. Siana hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Oha. Es stimmt, dass Siana jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anarietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Siana gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anarietta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Siana die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anarietta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze.
Ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Damit kennen sich Vampire ja aus. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der tausend Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten. Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Mhm. Psst, unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal. Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Nicht Patronum. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anarieta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als bloede Kusse. Siana und sie wären bald erstickt vor Lachen. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Mhm. Okay. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Siana in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Och nö. Wo ist dieses Buch? Das fängt ja das Spiel schon an. Tada. Da ist das Buch. Ist das das? Mal sehen. Expecto Ludum. Aha. What the fuck? Willkommen in der nächsten Welt. Regis! Land der tausend Märchen. Unglaublich. Das ist halt der schönere Weg. Der andere Weg wäre halt gewesen, dass wir einen schönen Kampf gehabt hätten. Jetzt haben wir mal hier sehen, wo der Weg hinführt. Eine schöne Story. Das Auge von Nihalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann.
Geralt und Gretel verliefen sich im Wald. Gut, Geralt sieht hier der Hexe aus. Ah ja. Nächster Ziegelsteinweg. Ach du Scheiße. Immer wieder Kämpfe vermeiden. Okay. Lass ihn raus, verdammt nochmal. Er hat meinen Lebkuchen gefuttert. Ah, 2 verfügbare Punkte, stimmt ja. Den einen habe ich noch nicht ausgefüllt. Sag ich doch, Hänsel und Gretel. Hände weg vom Herd, Liebchen. Sonst werde ich sauer. Dann mach du ihn auf. Besiegen. Ding dong, die Hexe ist tot. Und wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Sichern was? Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Aha. Ein dummes Mädchenbosskampf. Oha, die Pflanzen gleich landen. Verdammt. Greifen wir sie jetzt an. Darüber. Die böse Hexe. Bräuchte kein Wissen, dass wir diesen Weg genommen haben. Das ist ja fantastisch. Dann stecken wir nichts einfach an. Aha, okay. Wir müssen es also vielleicht mit einem. Können wir nicht. Können sie angreifen, während sie Suppe verteilt. Ich habe noch keinen Plan, wie das was werden soll. Vielleicht müssen wir gucken, wo sie hinfliegt und sie dort erreichen. Die hat auch eine Schutzblase, das heißt, wir können sie nicht wirklich.
doch. Was ist denn los? Oh Scheiße. Können wir die Blase irgendwie zum Platzen kriegen? Ich glaube nicht. Wie besiegt man die? Müsste voraussehen können, wo die hinfliegt. Verdammt. Tja. Verdammt. Das bringt zum Glück nicht so viel Schaden. Ich muss noch mit dem Kessel. Ich hab keinen Plan. Und was wir hier machen sollen. Vielleicht hilft der Feuerzauber ein bisschen. Irgendwie. Gehen die Ideen aus. So schön das hier auch ist, aber vielleicht müssen wir es angreifen, wenn es unten ist. Das könnte möglich sein. Die Angriffe sind jetzt nicht so stark. Ah, sehr schön. Ich bin sowas wie paralysiert. Endlich haben wir sie. Und Panzer. Müssen sie erwischen, wenn sie hier ist. Fliegt relativ tief.
vom Besen runterschmeißen. Verdammt. Fliegt hier relativ tief. Müssen wir sie nur einmal treffen. Nicht erwischt. Wenn man nur ihre Strecke irgendwie abschätzen könnte. Der Bosskampf dauert nicht lange, weil er schwer ist, sondern weil wir es nicht erwischen. Vielleicht mit dem Pfeilen. Und wir sind gestürzt. So, weg mit ihr. Wir haben sie fast gehabt. Was kommt jetzt? Die Pflanzen wieder. Unkrautvernichtung und Panzer. Alles gleichzeitig könnte ein bisschen blöd werden. Ich werde hier vernichtet. Meine Fresse. Ich habe keine Chance zu fliehen. Ich habe keine Chance auszuweichen, unfair. Danke. Holy shit, ich habe nichts zu essen mit. Diesen Kampf will ich nicht verlieren. Jetzt kann mir sogar der Trank irgendwie ein bisschen Schaden machen. Jetzt kann der Trank so kritisch werden. Runter mit dir. Um Hexenwesen. Und drauf, drauf, drauf. Puh, die Hexe ist tot. Was zum Teufel war das? Ding dong, die Hexe ist tot. Die Knutscherhexe, von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich. Wo hast Enzo du und Geralt haben besiegt. Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Können wir Zuckergebäck dafür? Das nicht Danke. Mal ein guter Bosskampf war. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sianna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Das ist aber nicht der ein und dasselbe. Die Bohnenstange? Das ist aber ein anderes Märchen. Bohnen? Was für Bohnen? Jetzt stör mal nicht. Also Hans, wo sind sie? Sianna, ich... Es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit, ich schwöre. Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst.
Und wo? Weiß ich nicht. Aber Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Also schön. Was willst du hier? Ja. Ich suche nach meiner verlorenen Kindheit. Bin schon als kleiner Junge in Kaer Morhen gelandet. Ich weiß gar nicht mehr wie. Keine Spielsachen, kein Spaß. Was meinst denn du, was ich hier will? Detlaf. Er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaf. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaf triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaf sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Hurra. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Er ist eine Illusion, nicht wahr? Ja, von Artorius Vigo. Anna Henrietta und ich kamen immer her und spielten unsere Lieblingsmärchen. Die Hexe wirkte aber nicht, als hätte sie gespielt. Magische Entropie. Ohne Pflege verwildert der Zauber mit der Zeit. Deine Schwester hat dir aber ein gefährliches Gefängnis ausgesucht. Das täuscht. Wenn ich die Märchenfiguren nicht provoziere, tun sie mir nichts. Aber du gehörst nicht hierher. Sei lieber auf der Hut. Ja, ja. Da du davon sprichst, die Ritter, die Detlaf getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befahlen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst. Mhm. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind, wenn keiner zusieht. Aha. Tut mir leid, aber das ist keine Entschuldigung. Ich wollte nicht, dass du mir vergibst, sondern dass du mich verstehst. Ich will dich auch nicht vergeben, sondern ich liefere sie aus. Und das Monster. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt. Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Kreten. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat meine Mutter auch gesagt, als sie mich rausgeworfen hat. Und was sind das für Bohnen? Erklärst du es mir? Sicher. Aber du musst dich noch gedulden. Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Bohnen hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich verstehe immer noch nicht.
Schon gut, hör einfach zu. Der Junge, das war Hans, der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anna Rietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei, eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Märchenquests. Jos ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Dann Bosskampf gegen den Riesen wahrscheinlich oder wie. Mhm.